Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test auf jeden Fall die Bella Bomber von Blackbox. Angegeben als Bengal-Böller, 10 Stück in der Packung mit einer NEM von 15 Gramm, macht 1,5 Gramm pro Böller. Preislich ganz günstig, 2 Euro das Paket, beziehungsweise was heißt günstig, ja, es ist wirklich klein, wenn man mal so vergleicht. Ja. Wir schauen uns draußen mal ein bisschen die Nähe an, aber für den ersten Moment sollte uns das erstmal reichen. Ist eine Neuheit von 2019, soweit ich weiß, beziehungsweise 2018. 2019 haben sie es endlich auf den Markt geschafft. Gut, dann gehen wir raus zur Zündung und schauen uns die mal ein bisschen näher an. Bis gleich. Hey Freunde, da grinst sich einer an. So, wir testen mal jetzt noch die Bella Bomber Böller von Blackbox. So, wir wollten uns ja mal angucken. Ja, so sehen sie aus. Sieht jetzt für mich aus wie so ein dicker Brummer. Und dann soll ich mal sagen, zünden wir mal alle weg. Ich hoffe, man hört den Wind jetzt nicht so doll. Süß. Aua. Oh. Hab voll so einen scheiß Gipsfropf von Hals gekriegt, ey. Oh. Das zwirbelt, ey. So, also Blackbox, tut mir leid, die Dinger sind scheiße. Na okay, der war gut. Also es ist so lala. Aber hier diese scheiß Gipsfropfen da unten, die nerven mich tierisch. Gerade echt in den Hals gekriegt, das tut echt verdammt weh, muss man mal sagen. Okay, der war besser. Ja, was man nicht so alles tut, wa? So Freunde, das war's dann noch erstmal von dem Test. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.